Black Panther, der neueste und auch letzte Marvel-Film der Phase 4, ist ja jetzt mittlerweile schon ein paar Tage draußen. Und auch ich habe ihn mir angeguckt und würde gerne in diesem Video meine Meinung dazu äußern. Ich versuche das Ganze hier so spoilerfrei wie möglich zu machen, beziehungsweise nur Sachen zu erwähnen, die auch vielleicht irgendwie im Trailer angedeutet wurden. Trotzdem kann und will ich für nichts garantieren. Also wenn ihr wirklich kein bisschen was über diesen Film erfahren wollt, bevor ihr ihn selber geguckt habt, dann schaut dieses Video nicht. Könnt ihr gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückkommen. Wenn ihr den Film aber auch schon gesehen habt oder sagt, okay, jo, ich riskiere es einfach mal. Dann bleibt gerne dran. Denn wie gesagt, das hier ist jetzt meine persönliche Meinung zu Black Panther 2 Wakanda Forever. Und ja, damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video von Couchtime. Ja, Black Panther 2. Wir wissen alle, was passiert ist, warum wir nicht so einen Black Panther 2 bekommen, wie wir ihn uns wahrscheinlich alle gerne gewünscht hätten. Ja, der Tod von Chadwick Boseman kam nicht überraschend, aber kam halt schon leider sehr früh. An der Stelle auch mal einmal Rest in Peace. Und das zeigt der Film. Der Film, es wird ja schon im Trailer immer angekündigt, der Film ist quasi ein Geschenk oder ein Abschiedsgeschenk an den verstorbenen Chadwick Boseman. Und das ist sowohl ein Vorteil für den Film als auch leider ein Nachteil. Denn der Film dreht sich im größten Teil wirklich hauptsächlich um den Verlust von natürlich in dem Film T'Challa und wie er natürlich Shuri, seine Mutter und alle anderen da quasi im Prinzip zurücklassen musste und wie die jetzt ohne einen neuen Black Panther erstmal zurechtkommen. Man muss sagen, und das ist einfach direkt meine Meinung, der Film ist ein schönes Andenken für Chadwick Boseman, beziehungsweise halt im Film für T'Challa. Aber eine Sache finde ich daran doof, und das sage ich direkt zu Anfang. Sie hätten nicht direkt Black Panther auf den Titel schreiben sollen. Wakanda Forever passt, absolut, aber Black Panther, ich habe mir mehr erhofft, sage ich mal so. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Also Soundeffekte, die musikalische Untermalung, die Visual Effects sind alle wieder, wie ich es von einem Black Panther Film halt erwarte, einfach sehr gut. Es gibt hier und da zwei, drei, vier kleine CGI-Ecken, wo ich sagen würde, muss jetzt nicht sein, hätte besser und schöner aussehen können. Aber grundsätzlich, wie gesagt, Soundtrack, überhaupt die musikalische Begleitung vom ganzen Film, einfach 10 von 10, wie immer. Auch die Story alleinstehend betrachtet, ist eine sehr schöne Story. Es ist halt weniger eine, ich würde es einfach mal betiteln, eine weniger actiongeladene Story, sondern eher eine Story, die uns quasi auch mal wirklich Wakanda halt, weil der Film ja nun mal Wakanda Forever heißt, mehr die Geschichte erzählt. Die Geschichte nicht direkt von Wakanda, aber die Geschichte von der Unterwasserstadt. Ich meine mal, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich nenne sie einfach als halber einfach mal Atlantis. Für mich ist es Atlantis. Die Geschichte zwischen den Völkern, die Unterschiede zwischen den Völkern und. Es wird uns sehr viel wieder über diese alten Zivilisationen erzählt in Marvel. Was ich sehr schön finde. Black Panther 1 hat mir schon sehr gut gefallen. Black Panther 2, wie gesagt, finde ich die Stories auch auf den Fokuspunkt gelegt. Sehr, sehr schön und auch sehr gut geschrieben, finde ich. Aber ein Manko gibt's, und zwar, es gibt im Prinzip für mich rausgelesen oder rausgesehen nur zwei Hauptplots. Und das ist halt einmal der Tod von T'Challa und ja, das Problem mit Atlantis, mit Kukulkan. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er wirklich hieß. Naru oder irgendwie so Nura. Ihr wisst, wen ich meine. Und zwischen diesen zwei Dingern springt es einfach hin und her. Wenn gerade nicht Action, beziehungsweise ein Problem mit den Unterwassermenschen ist, dann sind wir noch mal 3 Minuten am Sagen, ja, T'Challa, ja, ich konnte meinen Bruder nicht retten, hier. Ist ja auch alles okay, aber es ist am Prinzip, springt es nur zwischen diesen zwei Sachen hin und her, und das finde ich ein bisschen schade. Direkt mein größtes Manko ist, es gab zu wenig Black Panther. Also, wir wissen ja alle, der Black Panther kann jeder sein, mehr oder weniger. Es war ja auch klar, dass irgendjemand neues Black Panther, also die Rolle des Black Panthers einnehmen muss. Man muss sagen, natürlich hilft es dafür, dass der Film sich aufbaut, dass wir merken, okay, die sind wirklich alle verletzt, sie können nicht, abgesehen davon, dass natürlich dieses herzförmige Kraut da ja nicht mehr existent ist, abgesehen davon, ist ja auch klar, wegen Killmonger und ihr wisst was. Es geht aber auch eher ums Prinzip, finde ich, so dieses, es hat zu lang gedauert, bis halt wirklich Black Panther Action kam. Der Film macht viele Action-Szenen, die auch absolut geil choreografiert sind, wirklich. Die Kampfszenen der Dora Milaje, wie immer, super geil. Überhaupt die ganzen Action-Szenen sind nicht schlecht. Die sind super cool anzusehen. Aber es war halt für mich, für einen Film, der heißt Black Panther 2 Wakanda Forever, war mir zu wenig Black Panther. Es gibt noch Black Panther Action zu sehen, aber halt vielleicht die letzten 20 bis 25 Minuten des Films, was mich nicht so glücklich gestimmt hat. Es war zwar dann geil, wenn Black Panther da war, war es geil, aber es war halt ein bisschen wenig und ein bisschen spät, finde ich. Natürlich muss der Film keinen Black Panther haben, um gut zu laufen, das ist gar keine Frage, aber bei dem Titel Black Panther 2 Wakanda Forever habe ich mir ein bisschen mehr Black Panther erwartet, beziehungsweise erhofft. Dann kommen wir zu etwas, was neu eingeführt wurde, und ich finde diesen Charakter tatsächlich ganz angenehm, und zwar Ironheart. Ich sag's so, wie es ist, ich finde ihren Charakter als Mädel, also als junge Frau halt da so, der Mensch, finde ich übel cool. Das Ironheart-Suit
Kann man sich jetzt drüber streiten? Es ist, finde ich, und das habe ich auch ganz viel im Internet gesehen, es ist sehr Power Rangers-mäßig. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Die Designs von den von Marvel-Helden haben sich ja über die Jahre sowieso verändert. Kommt definitiv auch mal ein Video drüber zu den schlechtesten und besten Designs von unseren beliebtesten Helden, sage ich mal. Und ja, Ironhearts Anzug, sowohl der Prototyp, gut, es war halt ein Prototyp, da kann man jetzt einfach nicht zu sagen, aber auch nachher die, ich nenne es mal, vakantische Version davon, haben mir nicht so gut gefallen. Die war irgendwie, Ironheart war ein bisschen zu knuffig, würde ich einfach mal sagen. Es war ein bisschen knuffig einfach, irgendwie. Den Anzug, den hat man nicht als Bedrohung gesehen. Vielleicht sollte man es auch nicht so sehen, aber es ist, weiß ich nicht, so ein Kampfanzug. Ja, ne, schwierig. Ich kann hier an der Stelle nicht sagen, ob es sehr comic-akkurat ist, wie sie eingeführt ist. Das weiß ich leider nicht. Da habe ich mich zu wenig informiert in Bezug auf Ironheart. Aber ich finde, es hätte irgendwie anders introduced werden können, meiner Meinung nach. Obwohl, wie gesagt, es war jetzt nicht schlecht, es war schon gut, aber an für sich den Charakter, ich finde ihn geil. Sie, wie gesagt, als Mädel so, ist übel sympathisch. Ist halt auch eher so ein Hau drauf, weil sie halt weiß hat, was auf dem Kasten. Finde ich gut. Aber am Ende des Tages, finde ich, war es in Black Panther irgendwie eine komische Einführung. Um einmal auf die Post- bzw. Mid-Credit-Scene einzugehen, es war eine sehr schöne Szene. Aber sie hat jetzt nicht so viel fürs weitere MCU verraten. Also die Mid-Credit-Scene, die Post-Credit-Scene, so an sich als Szene gab es keine. Es kam halt einfach der bekannte Schriftzug, Black Panther will return, oder sowas in der Art. Was ja geil ist, wir wissen auf jeden Fall, der neue Black Panther, ohne hier zu spoilern, wer es ist, der neue Black Panther wird weiterhin im MCU bestehen bleiben, was super geil ist. Aber für sich war die Mid-Credit-Scene, wie gesagt, eher eine schöne Szene, als halt eine Szene, die uns zeigt, okay, so geht's weiter. Kommen wir jetzt auch noch zu einem Punkt, den sich viele Fans erhofft haben, wo ich viele YouTube-Videos zu gesehen habe, die das angesprochen haben, und das ist Dr. Doom. Es stand ja sehr oft im Raum, dass Dr. Doom in diesem Film vorkommen könnte. Ich war persönlich auch ähnlicher Meinung. Und jetzt nach dem Film bin ich mir auch relativ sicher, dass der nächste Film oder einer der nächsten Black Panther Filme Doom Wars sein wird, weil man jetzt mal bedenken muss, wir haben jetzt erfahren, dass halt die Nation der Welt, Vibranium, klar, will jeder haben, keine Frage, ne, mit Armor Wars bekommen wir auch überhaupt wieder mal einen Film, nicht wirklich die Superhelden-Action bezieht, sondern also die ganze Welt, sage ich mal, in dem halt diese Rüstung in der Hinsicht von, yo, wer bekommt hier Iron Mans Technologie, so nach dem Motto, als sehr interessant wird. Und dazu zählt halt dann auch Vibranium. Wir wissen ja, dass die ganze Welt außerhalb von Wakanda hinter Vibranium her ist. Ob jetzt auf offiziellem, offensichtlichen Weg oder eher halt auf Geheimweg, wie man in diesem Film hier halt auch irgendwie mehr oder weniger sieht. Und durch das Vibranium in Atlantis, was ja auch potenziell ein anderes Vibranium ist als jetzt das in Wakanda, ist es sehr comic-getreu und sehr comic-akkurat, dass Dr. Doom potenziell dieses Vibranium irgendwie in die Hände bekommt und daraus anfängt, seine Drohnen und seine Rüstung und alles Mögliche zu bauen. Wir wissen ja, Victor van Doom ist ja nun mal auch ein Wissenschaftler. Er ist nicht einfach nur ein krasser, cooler Marvel-Charakter. Ich muss sagen, Dr. Doom ist so ein cooler Charakter. Er wird potenziell an das Vibranium kommen und dann wird halt vielleicht auch schon in Armor Wars als nächstes Dr. Doom irgendwo mal zumindest zu Worte gelassen, aber spätestens im nächsten Black Panther gehe ich stark davon aus und gehen auch sehr viele andere YouTuber davon aus, dass es Dr. Doom sein wird, der große Antagonist sein wird in Bezug auf Doom Wars. Ich muss sagen, am Ende des Tages war der Film gut. Es war nicht das, was ich mir erwartet habe. Es war, finde ich, zu wenig Black Panther, was ich aber dem Film auch wieder gut schreiben kann, wenn man darauf guckt, dass man sagt, dieser Film ist halt auch einfach nur ein Andenken für Chadwick Boseman, beziehungsweise einen Film, der nicht nur auf Action beruhen soll, sondern halt auch ein bisschen die Story und ausbauen soll. Kann man drüber hinwegsehen, dass es ein bisschen wenig Black Panther Action gab. In Bezug auf futuristisch gesehen fürs ganze MCU gab es schon hier viele Sachen. Es gab jetzt Ironheart, wie gesagt. Wir haben das Vibranium aus Atlantis. Wir haben allgemein sehr viel hier, wie kommen wir an Vibranium und. Und dadurch halt die Anspielung an Dr. Doom und dadurch die Anspielung für Armor Wars und. Ich muss sagen, das war ein mittelmäßig letzter Film der Phase 4. Wo man auch leider sagen muss, Phase 4, kann man sich jetzt drüber streiten, ob die gut oder schlecht war. Wenn wir auf She-Hulk gucken, ich sag hier jetzt noch nicht zu viel zu. Ich mache ein eigenes Video über She-Hulk. Dazu habe ich nämlich auch eine ganz spezielle Meinung. Aber an für sich war Phase 4 eher eine schwächere Phase, kann man sagen. Aber was ja auch nicht unbedingt schlecht ist, weil wenn es jetzt hier die Marvel-Fan-Laune nach unten geht, können sie jetzt mit Phase 5 wieder hochgehen. Wir bekommen einen neuen großen Bösewicht mit Kang. Das ist super gut. Wir bekommen vielleicht einen kleinen neuen großen Bösewicht mit Dr. Doom. Und ich denke, wir haben eine gute Zukunft erstmal für die nächsten paar Jahre von Marvel. Hoffentlich setzen sie es auch gut um. Aber an für sich würde ich sagen, Black Panther
Wakanda Forever. Würde von mir jetzt, wenn ich es Bewertung geben soll, würde von mir eine, ich denke mal 7 bis 8, sagen wir mal 7,5 von 10 bekommen. Es war ein guter Film, aber es war jetzt nicht so ein Film, wo ich sage, okay, den kann ich mir 20 Mal angucken. Das war es leider nicht. Aber jetzt lasst gerne mal eure Meinung da. Wie fandet ihr den Film, falls ihr ihn schon gesehen habt? Falls ihr ihn nicht gesehen habt, schaut ihn euch gerne an, bildet euch eure eigene Meinung. Ich würde gerne eure Meinung in den Kommentaren lesen. Wenn ihr eine habt, schreibt sie gerne rein. Und wenn ihr nichts verpassen wollt hier auf diesem Kanal in Bezug auf nochmal so eine Art Video, so Meinungsvideos oder, dann lasst doch gerne ein Abo da. Hier kommen zweimal am Wochenende Videos auf dem Kanal rund um alles Serien, Filme, Marvel, DC, alles in jede Richtung. Und es wird noch mehr kommen, definitiv. Ich habe noch so viel auf meiner Liste. Deswegen, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat und es euch interessiert hat, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und schaltet auch beim nächsten Video ein, weil dann sitze ich wahrscheinlich wieder hier auf derselben Couch wieder. Und ja, bis dahin bin ich raus. Ciao.